Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Ark Ascended. Wir sind am Ölfarmen. Ein bisschen Öl fehlt noch und jetzt hat man das dreibeinige Schreine etwas erklärt. Der Ankylo kann unter Wasser ja auch die Steine zerklopfen. Und jo Mann, der kann das wirklich. Und das ist gar nicht unpraktisch. Wobei, ich meine, gefühlt kommt da jetzt irgendwie weniger Öl raus. Aber das kann wirklich komplette Täuschung sein. Es hat sich nur jetzt irgendwie. Ja, irgendwie kommt es halt so vor, aber. Keine Ahnung, ob das stimmt, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht das wesentlich schneller. Das kann ich sicher sagen. So, ein Kilo, was hast du noch? Lass mal drin, es hat die Gewichte drin. Den nehme ich. So, weiter geht's. Es ist richtig cool, dass das geht, ja? Wenn ich hier jetzt irgendwo hin hau, auf die großen Steine ist, dann kann der Farbtick gleich alles weg dann. Nicht nur den einen. Nur hier. 22 Öl. Jetzt ja, ist recht cool. Aber ich gebe es ja zu, wenn ich was nicht weiß. Nö, das wusste ich nicht. Absolut neu. So. Allzu viel gibt es da eh nicht mehr. Ich würde sagen, zu Fuß komme ich darauf. Ui. Ja, fast. Übernommen. Ja, ich habe es dir vorher gesagt, das ist ein guter Tipp, ja. Aber ich habe vorher gefragt, aber da war anscheinend keiner da. Irgendwie kommt man vor, es holt er da weniger raus, irgendwie als das mit der Picke. Kann das sein? Oder ist das, weil die Picke da besser ist? Mit 150%. Wie gesagt, das ist ein rein subjektives Gefühl. Aber irgendwie habe ich, wie gesagt, ich lasse das Gefühl nicht los, dass da weniger Öl durch rausschaut.
Was schlägt er da, weil das nie aufhört? So. So. Ich kann doch leider nicht alles mitnehmen, ich brauche nur das Öl gerade. Ah. Ja, warte mal. Ich komme hier ja öfter her, da kann man ja ein bisschen rumtricksen. Blind hätte ich sowieso mitgenommen, das ist blöder zu farmen. Aber wenn ich da, ich habe damit schon zwei aufgestellt. Ich stelle noch ein drittes hin oder ein viertes und so und dann höre ich auf mit denen, weil die sind auch schon fast voll. Die stellen aber das ganze Zündpulver her. Und wenn ich dann sowieso fürs Öl farmen immer automatisch so viel mitkriege, dann bräuchte ich mal einen besseren Ankylo, der ist ja wirklich ein kleiner. Einen besseren Ankylo vielleicht ein bisschen mehr tragen. So. Wieder ein paar hundert mehr, jawohl, das ist hier. Ja, die kann ich aber, glaube ich, noch gar nicht. Okay. Ich habe zwar wieder ein paar Biber gesehen, aber kein so großer wie den. Der Ankylo kann aber auch ertrinken, wenn ich absteige, oder? Oder ist er dann nicht mehr ertrinkgefährdet? Jetzt hätte ich fast auf den nämlich irgendwie vergessen. Na.
Das Ölfarmen steht nicht unter einem guten Stern gerade. Naja, ich habe mir nur gedacht, ob das vielleicht jetzt anders ist als früher in Ascended oder so, oder anders in die letzten Extensions war, weil, soweit ich weiß, Ballschaden kriegen die ja auch keinen, wenn ich nicht oben sitze. Jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht haben sie das da auch geändert. Sie nicht ertrinken. Du Lümmel. Lassen wir ihn drin. Steinchen. Schon ein paar. Na. Fliegen wir wieder. Das habe ich eh vorher schon 5-mal gefragt, aber da warst du, glaube ich, gerade nicht da, weil da gar keiner geantwortet hat. Der Merchant, glaube ich, auch nicht. Ob wenn ich da auf das Eisding gehe, das ist zwar weiter weg, aber ob ich da mehr rauskriege, weil das Öl, was man da rauskriegt, ist ja ein bisschen wenig. Ich meine, für meine Vorhaben reicht es jetzt, ja. Ich brauche 400 oder so, die habe ich eh jetzt und fertig, aber die habe ich schon vorher gehabt, eigentlich. Das war jetzt so ein Test mit einer Kühlung, aber trotzdem. Muss ich mal wirklich gezielt, wenn man nicht Zeit hat, aber nur eine Ölrunde machen. Von wo weg? Von dem Eisding um, ja? Der ist fast leer, Agi. Oh. Ja, ich habe ein Tier gekillt gerade. Ich habe ja auch den Alpha Raptor platt gemacht, okay? Ah, und den Kano. Beides, ja. Oh, könnte gleich jetzt schauen, was ich gar nicht brauche. Das werfen wir hier ab. Das kann ich, glaube ich, schon. Das ist nicht, glaube ich, schon. Altes Fleisch. Bringt das mal zurück. Pui Daki. Wie du dir wahrscheinlich gedacht hast. Da kann ich dir da nicht helfen. Die anderen wahrscheinlich besser. Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann nicht. Nicht so dumm. Altes Fleisch.
So, Strukturen, Herstellung. Nein, nicht das Schmelze. Ma. Ungefähr 1000 noch. Jawohl, geht los. So, jetzt fangen wir jetzt wieder von vorne an, ne? 600 Öl. Was brauche ich denn, wenn ich die im Norden oben das mache? Also bei die Öl in der Eislandschaft, wie baue ich die ab? Was ist dort? Sind dort auch Vorkommen so mit Ankyl und Pike oder ist das irgendwie anders? Ja, dann brauche ich die Pelzrüstung, okay. Danke, Merchant. Ein anderer fand es ja nicht wert, als auf den unnötigen Sachen rumzureiten. Danke, Merchant. Auf dich ist halt Verlass. So, jetzt werden wir das mal aufstellen hier irgendwo. Machen wir es jetzt hier. So. Stellen wir das jetzt hin. Wie groß ist denn die? Hoppla. Ich hab dich gerade mimi, gell? Lese mal zwei Zeilen drüber. Das ist jetzt natürlich blöd, wenn die Schmiede da nicht reingeht. Ah, der Schmelzofen. Tja, wo tun wir die dann hin? Mich mal überlegen. Ich könnte da eine Stufe niedriger bauen, aber das will ich nicht, das ist Fahrt. Machen wir es hier draußen her. Ja, das schaut gut aus. Moment. Na dann checken wir das mal. Wir brauchen Stein. Böden. So. Eins, zwei, drei, vier Großfenster. Eins, zwei, drei, vier Großfenster. Das heißt, hier ist die Mitte. Sogar angeixt. Sehr cool.
Gibt es noch ein paar so riesige Geräte wie diese Schmelze eigentlich, oder ist das so ziemlich das Einzige jetzt? Ich hätte mich hier eigentlich mal offen lassen für was anderes, nicht für das. Ist die größte? Okay. Die Mitte ist hier, das ist von hier aus der Boden hier. Das wäre da genau hinter dem hier. Toll. Das ist, wenn ich das da hinten raus mache. Statt auf der anderen Seite stört er mich nämlich eigentlich weniger. Muss ich mal kurz ausräumen. Scheiß verdammtes Bücherregal. Rüber, rüber, rüber. Rüber. Ja, so schaut gut aus mal. Hätten wir es drei Steine hoch, das geht sich vielleicht schon etwas aus. Gut, Steine herstellen, geschwind. Paar Böden. Seedlings, also Holz, Stein, Thatch. Holz. Thatch. Stein. So, wie groß wird die Grundfläche von dem Ding jetzt gewesen sein? 2x2 geht sich, glaube ich, nicht aus. Ich war, ja. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, 3x3 werde ich probieren. Wenn der Dreibein das sagt, dann wird das auch stimmen. Gehe ich mal davon aus. Jetzt fehlen mir zwei noch. Hab ich meine 3x3 Fläche fertig. Was geht's denn ab? Stein. So, 8. Ja, da muss. Ja, da habe ich eine Foundation gesetzt, da nicht. Da muss ich schauen, ob ich noch eine Stütze drunter reinziehen schnell. Sieht jetzt wohl noch nicht aus, ne? Scheiße. Na gut. Stütze. Oh Mann.
Extra Leiter. Hey Tom. Steht der da oben ran? Ah ja, hier. Du Tom, magst du deinen Quetzer da dann mal umpacken? Es ist jetzt nicht so, dass er mich schwer stört oder so, aber der schaut mit diese Rampen immer durch den Boden durch und steht so irgendwie in meine Base rein. Na, 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 hat überhaupt keine Eile, du wusstest nicht heute, aber irgendwann dann mal dann, ja? Aber wie gesagt, hat keine Eile, du musst das jetzt nicht gleich machen. Spoken English Professional. Es ist ja nur traurig, dass du das jetzt erst mitkriegst, ja? Nachdem ich das ja schon ewig mache, aber gut, weil ich ständig eigentlich das Spiel auf Englisch immer gespielt habe. Aber gut. Man darf von manchmal ja nicht zu viel erwarten. Hast toll gemacht. So. Müsste jetzt eigentlich hier auch hergehen, ne? So, ich gehe mal davon aus, dass es so läuft. Bitte tut. Tom, ich weiß, das meinst du, das ist nicht notwendig. Ich lasse das eh so, ich mache hier rundum zu, dass es ein kleiner Raum ist und lass hier offen oder mache einen Türrahmen rein. Ich werde das eh nicht zubauen. Das heißt, ich kann eh jedes Mal direkt hingehen, auch dann brauche ich kein Fenster. Ich mache nur einen kleinen schönen Rahmen rein oder so. Aber danke für den Hinweis, ja. Aber ich habe das lange nicht mehr nachgedacht gehabt. Pillars? Warum Pillars? Nur zwecks Optik? Ach so! Ja, das kann ich machen. Die habe ich sogar mit. Ja, warte mal. Sollte der nicht was machen mit dem oder dauert das nur eine Weile? Ah, okay. Frage beantwortet. Wenn wir gleich mal probieren, das mit dem Türrahmen. Ja. Das schaut gut aus. Jawohl. Das schaut fast wie gewollt aus. Da ging sich aber aus. Aus sechs Dinger sind drei rausgekommen.
Ja, okay, gut. Ah! Gut, ich muss eh nicht rundum gehen. Ich muss aber jetzt nochmal aufheben. Weil jetzt würde ich da schon gerne nochmal vorbei die Wände aufstellen. Also wir brauchen ein paar Wände. Der hat Hunger. Das ist ja nicht normal. Die hohen Steinwände, gehen sich die aus? Das heißt, ich will keine Experimente machen. Ich weiß, dass ich so mit die kleinen weiß ich, dass ich schön oben einen Abschluss hinkriege. Diese hohen Wände sind, weiß ich nicht, wie viel genau die hoch sind. Ich weiß ja, dass ich beim Platzieren außerhalb manchmal mit den Gebäuden nicht ganz zusammenkommen bin. Also so perfekt sind die nicht wie die anderen irgendwie gewesen. Dann machen wir es mal lieber so. Jetzt verkehrt. Das ging aber leider nicht anders. Das habe ich jetzt vermutet, dass ich da nicht mehr vorbeikomme. Wenn ich mehr vorbeikomme, ist relativ. Wir können da ja irrsinnig leicht einfach was abreißen. Also, ein paar noch. Hin? Metallwand habe ich jetzt noch eine. So, wie viel braucht man da noch? 3, 6, 9, 12. 12 einmal. Zehn gehen sich aus. Aber es läuft. Gefällt mir. Jetzt haben wir dieses Industriedrink. Das hat mich jetzt natürlich wieder, das muss ich jetzt ehrlich sagen, ich hätte damit gerechnet, ich stelle das Ding rauf und bin fertig. Ah, das ist jetzt natürlich, hält jetzt natürlich ein bisschen mehr auf, aber wir wollen es ja schön machen. Wir spielen hier jetzt ja nicht dafür, das Spiel ist ja nicht gerade erschienen und keiner weiß, wie es weitergeht. Das wisst ihr ja eh, jeder, der es schon mal gesehen hat und Videos von anderen, der oder früher gespielt hat, weiß, okay, da kommen dann Höhlenbosse-Ding. Und da das ja nicht jetzt irgendwas ist, was jetzt komplett neu erfunden wurde, werde ich mir hier auch die Zeit eben nehmen und das kurz dann gescheit fertig bauen. Gut aus. Aufs Dach rauf nochmal geschwind. Wie wir da oben jetzt ausschauen. Ja, das habe ich mit Quetzer gemeint. Der lasst mich nämlich auch nicht darauf, das habe ich vergessen. Jetzt habe ich gesagt, das ist nichts Tragisches. So, wenn ich das jetzt, kann ich das halb hoch machen. Wenn ich das so mache, komme ich darüber. Jetzt habe ich wieder das.
Bräuchten wir jetzt so ein flacheres Dachschrägenteil? Haben wir nicht. Von daher egal. Beziehungsweise gibt es so eine kleine Schräge. Ein kleines, flacheres Schrägenteil. Steht die nicht durch den Boden durch, dann die Rampe? Ach so, warte mal. Ja gut, von der anderen Seite, man wird es von innen sehen, aber da schaut eh keiner hin, ne? Normalerweise, ich habe nur geschaut, ob es allgemein... Es gibt es so Triangle Roof Corner, ist das anderes. Stone Slopped Wall, die wird das auch nicht sein. Die gibt es, die kleine da, was ich da jetzt hinbaut habe, als Alternativbau. Achso. Die gibt es nur als Reling, gell? Da brauchen wir es sowieso. Mal da drauf dann. Eine Rampe, meint er? Sagen wir mal die Rampe an. Rampi. Du. Rampe halbe Höhe. Ramps. Nicht wirklich irgendwie von der Theorie her, aber das geht. Der hat einen kleineren Winkel. Das reicht schon. Aber halbe Höhe war da jetzt nicht dabei, nur so infotechnisch. Außer ich habe was falsch gemacht, dann bitte um Info, weil ich könnte halbe Höhen ab und zu brauchen. Zähl mir Stein. Probieren wir das nochmal. So. Ich kann das nur auf vier Sachen ändern mit R. Roof, Ramp. Wo ist eine halbe? Ach so, du meinst, dass die vom Winkel her auf eine halbe Höhe hinzielt? Ja, ich habe gemeint, dass das Dach nicht so lang ist, sondern das Dach kürzer im Allgemeinen. So wie so ein halb hoher Stein. So wie eine Wand ist doppelt so hoch wie das zum Beispiel. Wand ist doppelt, das ist eine Hälfte. Ich habe gedacht, da gibt es ein kürzeres Teil, was auch 45-gradig dann ist, aber nur so vor mir eben hier aufhört. So ein kleines, kurzes Dachstück. Ich habe das als anders gemeint gehabt. Das macht aber gar nichts, weil es ist ja genau wegen dem, was du gesagt hast, jetzt genau so perfekt geworden. Weil so passt. Ich möchte nämlich rundum da drauf gehen können und mich ein bisschen umschauen können. Ja, das habe ich jetzt gerade vermutet. Das gibt es ja auch in anderen Spielen so. Da kann man ja auch so einen Dachvorsprung machen, wenn man ein Haus fertig baut und statt bei der Wand genau runter, so, noch so ein Stück überstehen lässt, so wie so ein Vorsprung. Wie es bei den Häusern heute auch ist, damit du einen halben Meter Vorsprung hast, dass du eben nicht nass wirst beim Aufsperren. So gut, was der ist, bin ich hier nicht bewandert. Da muss ich immer nachfragen. Aber dafür gibt es ja euch Profis. Da kann bei mir nämlich nicht viel schief gehen, solange einer von euch da ist. Weil ihr habt das ja schon einige Male oder intensiver oder weiß nicht wie gezockt. Naja, kann ich mal ein paar Tipps holen. Oh. Toll, es gehen die Steine aus. Scheiße. Ja, Merchant. Fast hätten wir es ja geglaubt.
Ja, das glaube ich das sogar. So, jetzt ist die Frage, wenn es flach gibt, gibt es auch das flach? Komm, jetzt spring jetzt so deppert rum, ich mag dich sehen. Nee, gell? Nö. Aber egal, weil da kann ich sowieso mit reinfallen. Das ist, nennt sich jetzt gewollter Lichteinlass. Sonst haben wir das hier. Ne, das machen wir nicht. So, das war's. Dödi. Ach du mein Dödi. Soll er aber darüber. Ich hab die halt unabdrücklich Zampfpiff auf der Stelle. Das war suboptimal. Gibt's auch so einen Pfeifbefehl? Verteilen, los. Und jeder in eine andere Richtung rennt. So, 1, 2, 4, was werden wir dann noch brauchen? 2, 4. Ach, scheiß drauf. Jetzt hat man es am Holz, ne? Moment. Wenn ich jetzt noch drei Böden hinkriege, passt. Ich habe ja schon Pläne für die Zukunft, ja. Für die Kinder. Und ich möchte nämlich hier durch dann, kann man einen Aufzug irgendwann bauen, Aufzug hier ranbauen, darauf kann und weit nach oben fahren. So weit es geht, nach oben fahren kann. Das Aussichtsding, der passt mittig da schön ran. Aber das ist noch weite Zukunftsmusik, aber ich plane schon vom Design her. Na bitte. Müsst man nur noch das Eck irgendwie zukriegen, aber das in dem Winkel nicht gehen. Lass ich mal irgendwas einfallen. Irgendwas werde ich schon finden. Vielleicht gibt es ja irgendwas. Macht aber nichts. Jetzt haben wir das mal erledigt. So, jetzt können wir runter. Und ab jetzt können wir unser komplettes Ding woanders hingeben. Der weg. Müssen wir platzieren. Echt gut hingestellt.
kann ich ja nicht alles mit drüber nehmen. Na. Bevor etwas passiert. Ja, auf das zu snappen. Also, wop, bap. Badadidada, wop. Badadidada. So. Ach Gott, na, das ist so. Aber selbst gar nicht, sonst selbst viel zu viel. Das wird wahrscheinlich von, ja, das wird von den Steinen passen. Ich will es mal ein bisschen rübergeben. Puh. Stahleisen, Eisen, Polymer, Zement, ja alles. Polymer, Zement, ja alles. Das kann auch rüber. Ey, Leute. Dieses Umplatzieren ist leicht nervend. Vor allem, weil ich den Scheiß ja nicht einfach... Kann das auch der Pfeiler hier sein, warum das nicht geht? Ja. Okay, also der Pfeiler hat gut ausgeschaut, aber ich baue ihn ab. Leider, das schaut urgeil aus, aber das... Also die Idee behalte ich im Hinterkopf. Aber er lässt, das lässt er mich nicht. Mich gescheit umsetzen. Er wäre das Fenster vom Ding jetzt angebracht. So. Ah, schaut gut aus. Thank you.
So. Kommt jetzt der Industriegrill hin? Leute, nicht witzig. Besser. Passt doch. Eieiei, was fehlt man jetzt noch? €600, da hat man zuerst am Öl. Und ein Polymer. Zement könnte sich. Metall geht sogar schon. Was? Polymer 600? 200 habe ich drin. Fuck. 100 noch. Na, dann gehen wir mal Obsidian klopfen. So, Leute, ich werde mal den YouTube-Part pausieren. Ich möchte euch die Maschine nachher noch zeigen. Das heißt, während ich jetzt das Obsidian hole, jetzt sind wir kurz weg sein, sonst dauert der Part ewig. Wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, sowas weiterzusehen, mal, dann schreibt es einfach mal runter. Oder kommt auf Twitch. Dann kann ich mir vielleicht auch was anderes überlegen. Wie ich das hinbringe. So, also bis gleich, meine lieben Freunde. So, aus dem, ich habe keinen Biber mehr gefunden. Aber einen 150er Iguanodon, ich brauche den Iguanodon zwar nicht, aber er ist 150. Also Max-Level, absolutes Wildspawn-Max-Level. Von daher habe ich ihn jetzt erlegt, also wollte ich dann am Laufenden halten. Ich werde hier jetzt ein bisschen Wache schieben. Und dann geht's weiter. Da, weil der Merchant bringt mir netterweise die Zementpaste, was mir fehlt. Und dann kann ich schauen, was mir noch fehlt. Ich hoffe, es geht sich dann aus. Wenn es ein kleinerer hätte ich halt gerne ein Party noch drin. Also von YouTube. Von daher, ja, ich schiebe hier mal Wache. Wir sehen uns, wenn der fertig oder tot ist. Oder was Tolles passiert. Gleich wieder. So, Leute. Jetzt habt ihr ein ganz anderes Bild hier. Statt ein Iguanodon. Wir haben den fertig tamed, sind, das war ja nicht schwer, wir sind nur rumgestanden, haben den in die Base gebracht, sind mit die zwei losgeflogen, weil uns Obsidian und Kristalle fehlen. Jetzt stehen wir auf dem Vulkan hier oben, ich war hier noch nie, die meisten waren hier schon, ich war hier noch nie, und habe ich mal das jetzt hier angeschaut, und das schaut ja richtig cool aus. Hergelotst vom Beinigen Schrein etwas und vom Darky jetzt. Hier gibt es anscheinend ist nicht viel Kristalle. Und Obsidian. Also ich wollte euch das nur sagen. Ich bin jetzt hierher gefarmen gegangen und bin bei dem Part jetzt hier. Den Zerkleinerrad schafft man nicht mehr jetzt hier extra jetzt hier aufzubauen. Das geht sich nicht mehr aus. Da muss ich so viel rausschneiden, dass praktisch nur mehr Sets Beginn fertig. Ohne irgendwas dazwischen. Das ist nicht der Sinn von dem, was ich normalerweise hier anpeile. Von daher werden wir hier mal beenden. Ich stelle den Zerkleiner aber noch auf. Das mache ich in Twitch. Und weil das ist ja jetzt eh nicht so das Riesending. Ich stelle ihn auf, der steht da und da kann man Sachen zerkleinern. Okay. Ist jetzt nicht sonderlich schwer, irgendwas, was unbedingt aufgenommen werden muss, ja. Und dann geht es beim nächsten Mal dann weiter mit dem Breeden. Breeden wir sich einen Baryonyx. BCW holen uns einen Sabertooth, damit wir dann irgendwann mal Höhlen fertig werden. Dann, ja, dann Höhlen.
Ist aber doch, ist so mal die Planung, was ich jetzt habe, was ist aber ein bisschen vorgegriffen natürlich. Kann natürlich auch sein, dass da im Endeffekt dann irgendwas dazwischen nochmal schnell kommt. Das kann natürlich immer sein, aber so ist mal der vorläufige Plan. Heißt so viel wie, danke Leute, dass ihr hier wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. YouTube, Tumblr, YouTube, bis zum nächsten Mal. Aber like, comment, nicht vergessen. Bis dann und ciao.